Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir sind immer noch in New Atlantis und wir wollten jetzt eigentlich mal anfangen, eine unserer Bases mal ein bisschen mehr auszubauen, dass es zumindest jetzt mal an Strom kommt und dass wir da Leute hinschicken können, dass die arbeiten. Ich will aber gucken, ob der hat immer noch kein Geld. Wir brauchen bessere Händler. So. Gehen direkt in den Cockpit und heben ab. So. Abheben. Lift auf eingeleitet, Captain. Auf in den wunderschönen Himmel. Dann einmal kurz auf die Karte. Die erste Basis, die ich ein bisschen mehr ausbauen will, war nicht im Sol-System. Hier hatten wir ja unser Ding. Narion-System war da, glaube ich. Genau, Narion, da haben wir eine Basis. Und zwar hier auf Androphon. Androphon, genau. Androphon, Außenposten 1. Stellen des Typs K, G und F haben die meisten Planeten. Man kann das am Typ erkennen? Warte mal. Das will ich mal sehen. So. Sieht man jetzt nicht. Also, ich sehe da jetzt keinen Sterntyp-Bezeichnung. So, warum sind wir jetzt aber nicht da? Also, weil das kein Dingens ist. So. Komm, ich gehe mal da oben drauf. Nein. Ich wollte da hoch. Ich kann nicht springen. Doch. Okay, aber wir fangen mal an. Außenpostenbau. So. Aus der Perspektive. Was haben wir bisher gebaut hier eigentlich? Bisher nur das, wo uns sogar Helium fehlt. Okay. Sonst haben wir hier nichts, außer halt den hier noch. Okay, Baumodus. Der braucht Dings. Uns fehlt Aluminium und Beryllium dafür. Okay. Aluminium, Beryllium kriegen wir aber hier. Wechseln wir mal dazu. Und suchen das mal. Da müssen wir... Beryllium schon mal haben. Nice. Und Aluminium. Irgendwo. Suchen wir mal. Warte, da Aluminium haben wir. Okay, also Aluminium ist wahrscheinlich noch in dem grauen Bereich hier. Obwohl Eisen ist da auch dabei. Europium. Nehmen wir auch mal mit.
halt ein bisschen sammeln, dass wir ein bisschen Rohstoffe haben. Was jetzt auch mega wäre, wenn wir jetzt irgendwie ein Raumschiff hier bekommen, das hier landet. Jetzt gerade keine Rohstoffe. Doch, da. Aber Eisen, ich brauche Aluminium. Aber egal, die nehmen wir mit. Ach komm, machen wir so eine Ego-Perspektive. Eisen. Eisen. Beryllium. Ich brauche Aluminium. Ich glaube, Aluminium ist vielleicht doch im roten Gebiet da. Warte, da. Das sieht nach Aluminium. Ja, Aluminium. Wieder Eisen. So, da Aluminium, perfekt. Ich glaube auch ein bisschen mehr Beryllium können wir auch mal mitnehmen. So ein schwarzes Metall auf jeden Fall. Da haben wir wieder. Ja, auch hier in dem roten Gebiet ist deutlich mehr Alu. Da vorne, ah ja, das stimmt, das ist ein Raumschiff. Da haben wir wieder Alu. Drei Stück sogar, perfekt. Und das eine Schiff, was da hinten, das da, beim Landeplatz, können wir ja nicht mitnehmen, weil das irgendwie zu hohe Stufe ist. Klasse B, glaube ich, war das. Da. Europium wieder, nice. Da. Da haben wir wieder Alu. Ja, Aluminium. Davon ist auch wieder Aluminium. Zwei Stück wieder. Wo waren? Hier. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt mit Alu reichen wird. Wo ist denn Sarah da? Also ich hoffe mal, dass das jetzt reicht.
Machen wir wieder ein Ego. Können wir mal eigentlich umbenennen hier? Wie nennen wir das mal um? Hier gibt es ja Beryllium, Eisen und Alu. Und ich glaube, ich nenne das mal. Das ist ja die. Also. AL, dann BE für Beryllium und dann FE für Eisen. Albe für. Nenn ich mal Albe für Basis. Das ist Albefe. Sehr, sehr einfallsreich auf jeden Fall. Warte mal, genau, ich wollte darüber in Baumenü gehen. Dann anfangen hier zu bauen. So, hier. Bauen. Und dann, so, in der Perspektive. Ah, nice. Okay, wir können dann ein paar mehr von denen dann hier setzen. Dann würde ich anfangen, den hier hinzupacken. Du hast eine Energiequelle gebaut. Diese versorgt alle Objekte in deinem Außenposten, die Energie benötigt. Machen wir noch einen. So. Extraktor Aluminium. Wo haben wir Alu? Können wir mit Aluminium anfangen? Ah, da fehlt. Um den zu bauen, fehlt uns wieder Aluminium. So, okay, suchen wir uns noch einmal Alu. Da haben wir sogar zwei. Hey, schieß lieber auf echte Gegner, okay? Ich wollte jetzt nur Alu haben. Entschuldigung. Ich weiß jetzt nicht, was, wo das Problem jetzt war. So. Aber den können wir hier hinsetzen. Dieses Objekt erhält automatisch Energie von allen Energiequellen deines Außenpostens. Falls es mehr davon braucht, baue mehr Energiequellen. So, wie viel Gesamtenergie? 12, benötigte Energie 5. Den könnten wir auch bauen, aber wir haben kein Helium hier. Ah, okay, wir können auch momentan nichts machen, aber kann ich das irgendwie Ausgabelink herstellen? Dann packt er das erstmal hier hin. Durch den Ausgabelink von Extraktor Aluminium wird alles dadurch produziert automatisch an Frachtlink ausgehend geschickt. Mit Ausgabelinks kannst du die Erzeugnisse von Extraktoren und Bildern lagern. Außerdem versorgen sie Bilder mit den benötigten Ressourcen. Mhm, okay. So, einfacher Fabrikator, Gebäude. Da fehlt mir wieder ein bisschen was, um hier Leute hinzuschicken. So, da fehlt mir auch wieder ein bisschen was. Sehr viel Aluminium, Eisen, adaptive Rahmen. Kann ich irgendwas anderes hier bauen? Ballistisches Geschütz. Sanitär-Minibot, Stuhl. Lagerkiste. Hier, Landeplatz mit Schiffsbilder. Den würde ich hier nicht bauen wollen. Also zum. Das ist sehr hoch. Viel zu hoch. So, aber gucken wir mal. Aluminium haben wir einen Extraktor. Was ist mit Beryllium? Könnten wir auch tatsächlich hier hinsetzen, wenn wir wieder Aluminium haben. Und Eisen.
Wo war Eisen? Könnten wir auch hierhin einsetzen, sobald wir Aluminium haben. Aber zumindest das erste für Aluminium haben wir. Okay, also das erste bisschen haben wir. Und der schickt dann jetzt alles regelmäßig dahin. Wofür ist das hier jetzt eigentlich? Jet Fluid H537. Ich glaube, das ist für Helium. Der Heliumtank. Hier ist eingehend. Sechs haben wir schon mal bekommen. Das ist schon mal nice. Ich freue mich schon, wenn wir eigentlich auch wirklich anfangen, richtig die Erde auch wieder zu besiedeln. So, wie bekommt das Ding hier? Halten, um Schnellzugriff zu öffnen. Transfer. Also ich will jetzt hier auch tatsächlich ein richtiges Imperium haben. Ich würde aber sagen, wir fliegen dann vielleicht auch einmal nochmal zur Erde. So. Ich finde aber, wir haben dafür eigentlich einen guten Spot ausgesucht. Da hier schon drei Ressourcen zu holen gibt. So. Gehen wir wieder in den Cockpit und heben mal ab. Beziehungsweise wir besuchen heute mal. Start in 3, 2, 1, los! Ja. Ich würde wirklich sagen, heute besuchen wir tatsächlich mal alle unsere Basen. Und gucken. Wir sind im All. Wer ist denn das? Beastar Responder. Hier ist sonst keiner, ne? Transporter an unbekanntes Schiff. Bitte bestätigen. Wir sind ein kommerzieller Passagiertransporter und möchten dich vor Feinden im System warnen. Vielen Dank für die Warnung. Ich hoffe für dich, dass du mir die Wahrheit sagst. Im Weltraum geht das nie langweilig. Schön, dass es, dass euch nichts passiert ist. Kann ich irgendwas für euch tun? Nein. Unsere Passagiere hatten Angst, aber das Schiff ist okay. Vielen Dank für die Warnung. Firmenrichtlinie. Befreundete Schiffe müssen hier gut aufeinander aufpassen. Sichere Reise noch. Jo, dankeschön. Und weg sind sie. Okay, dann auf zur Erde. Oder welches... Welche Basis sind eigentlich sonst noch in der Nähe? Wir haben hier eigentlich in Alpha Centauri ja auch einen. Irgendwo. Hier, Zamka. Was haben wir da gemacht? Zamka Außenposten.
Gehen wir mal dahin, landen da direkt. Ich habe keine Ahnung, wofür wir das da gesetzt hatten, gebaut hatten. Wir haben ja jetzt eins, wo wir Eisen produzieren können. Hier ist ja direkt sehr viel Eisen. Was ist es? Tierisch, pflanzlich oder mineralisch? Keine Ahnung. So. Das ist ja ein Riesengebiet nur aus Eisen hier. Aber eigentlich... Den brauchen wir ja gar nicht mehr. Helium? Haben wir hier Helium? Hier ein kleines bisschen Helium haben wir tatsächlich. Aber ich glaube, das brauchen wir hier wirklich nicht. Zumindest, wo wir hier sind. Die Position. Es gibt hier ja... Nickel und Kupfer irgendwo. So, Außenposten entfernen. Ja. Auf einmal wurde so schwarz. So, da haben wir wieder Helium. Hier haben wir eigentlich sehr viel Helium. Wenn wir hier mal darauf gehen, ich bräuchte wirklich nur das Helium und Nickel und Kupfer. So. Hier haben wir Wasser, hier haben wir Kupfer. Und da hätten wir Nickel. Was haben wir hier? Uran. Ja, aber das brauchen wir ja nicht. Dann haben wir hier unser Sumpfkraut-Ding. So, Tempel Äther, Sumpflager, genau, unser Sumpflager. Niemand weiß mit Sicherheit, woher die Alien-Kreatur namens Terramorph stammt. Doch die Spezies hat sich in den gesamten besiedelten System ausgebreitet und den Tod mitgebracht. So, genau, dann hier. Fauliger Stinkwurz. So, bauen. Benzol und Aluminium könnten wir hier auch kriegen und Membran. Ich glaube, ich habe das ein bisschen ungünstig hier hingesetzt. Ach ne, Fluor, Wasserdampf kriegen wir hier. Fluor, Wasser und Kupfer. Wo? Hier könnten wir Kupfer kriegen. Bereich ist eingeschränkt. Ah, ich habe das wirklich ein bisschen doof gebaut hier, platziert. Ich schau mal, dass ich den da vielleicht woanders hinsetze. Ja. So, die hatten wir noch nicht gescannt. Also zumindest nicht ausreichend. So, komm, ich will euch alle scannen.
So, hier, ein paar von euch fehlen mir noch, ja? Jetzt haben wir sie. Die fehlen uns auch noch. Kann ich jetzt aber nicht scannen. Was ist denn das? Ein fauligen Stinkwurst. So, Moorblüte. Da haben wir Sumpfkraut. Ich scanne die trotzdem mal. Erfrierung erlitten. Ja, super. Ich will die scannen. Jetzt haben wir die auch. Oh. Sarah, ich hoffe, du schaffst das. So, wo war Sumpfkraut? So, den haben wir auch. Das war jetzt ein bisschen doof. Du trägst dieses schleimige Ding, oder? Sarah? Autsch. Wo ist denn Sarah? Hat der kleine Ding auch noch? Ja, komm. Okay, Sarah lebt noch. Okay, wo haben wir das Sumpfkraut? Da haben wir wieder die Moorblüte. Also ich würde schon irgendwo hingehen, wo auch das Sumpfkraut ist, weil dann nennen wir es nicht mehr Sumpflager, sondern Neukorines. Okay, die sind friedlich. Schreckhaft. Sedativum. Okay. Was mit denen? Ah, hier gibt's Argon. Ah, hier haben wir Sumpfkraut. Irgendwas Nützliches muss es hier doch geben. Korallkrabbe? Und hier auch nochmal Sumpfkraut, aber ich würde dann hier... Hier kriegen wir Kupfer und Fluor und Wasser. So, mit einem... Ja, das kennen wir. Und es ist nicht mehr eingeschränkt. So, Fluor würden wir hier kriegen. Extraktor Wasser. Gibt es hier irgendwo eine Stelle, wo Wasser... extrahiert werden kann, muss. Kupfer.
Guck nochmal. Hier kriegen wir Kupfer. Okay, aber hier würde ich vielleicht mal schauen, dass ich irgendwie einen kleinen Außenposten baue. Da fehlt uns Dichtmittel. Wie machen wir Dichtmittel? Oder wie woher kriegen wir Dichtmittel? So, das brauchen wir alles nicht. Ein Scan-Booster. Okay, egal. Aber das nennen wir mal um. Umbenennen. Neu-Horines. Und dann würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg zur Erde und bauen da vielleicht noch ein bisschen um, ein bisschen weiter. Mal gucken, wie viel wir da überhaupt weiter bauen können. Die tun mir nichts, okay. Die Dinger. Darf ich nicht vergessen. Also die habe ich schon, die beiden. Die sind eher defensiv. Die Korallkrabben, okay. Ich würde die trotzdem mal scannen wollen. Oh, noch eine Moorblüte. Da waren jetzt einige Ruckler. Alter. Die sind schon doch ein bisschen heftig. Die sind aber auch ein bisschen viel. Die kommen jetzt aber hier nicht rein, ne? Level 19, perfekt. So, nehmen wir mit. Die können nichts. Ich hoffe, ich habe jetzt Sarah nicht getroffen. Autsch. Toten können wir doch. Okay, die können wir jetzt nicht scannen. Aber trotzdem nehmen wir alles mit, was die haben. Auch wenn es nur Stimulanzen sind. Der ist leer. Der ist leer. Ja, gut. Cockpit, auf zur Erde. So. Auf zu den Sternen. Habt ihr das gesehen an der Tür? An der, und da fliegen die raus. Wie geil. Das wir war geil. Orbit. Ich bin süchtig danach. So, aber. Mineralvorkommen. Ich würde mal vielleicht von den Raketen mal ein bisschen wegnehmen. Hier rein.
Aber solche Asteroiden feiere ich. Die kann man alle schön abfarmen. So, jetzt aber zur Erde. So, ins Sollsystem. So, Necrom Hauptquartier. Beim Installieren einer Waffe oder Ausrüstungsmod wird eine auf demselben Platz bereits installierte Mod zerstört. Oh. Landet hier gerade noch eins? Tatsächlich. Was ist das denn für ein Raumschiff? Das sehen wir uns ganz, ganz klar an. Das will ich mir ansehen, definitiv. Autsch. Dann würde ich aber vielleicht die Waffe lieber nehmen, auch wenn wir dafür kaum noch Muni haben. Das sind wahrscheinlich diese Aliens. Gut, dass wir Sarah als Begleitung haben. Ja, das sind diese Aliens, diese Sternblüter. Aber das ist ein Raumschiff. Und ich finde es auch interessant, wie die landen. Ich glaube, gleich trifft noch ein Raumschiff ein. Schiffslandepunkt, jo. Wie zur Hölle können die so landen? Und haben null Probleme, was Schwerkraft angeht. Sternblut Guardian. Unzugänglich. Ist das Stein? Aus Metall und Stein ein Raumschiff gebaut. Ich fand das jetzt interessant, dass die aber hier gelandet sind. Ja, danke. Wirklich ein sehr interessantes Schiff. Dann gehen wir mal wieder zurück. Also die greifen uns aber auch nicht an. So.
verbraucht 20 Mal Helium was? Ah, da war die Base. Nee. Da war die Base. Ach, so weit weg habe ich jetzt geparkt. Weil ich da noch kein... Ne, die sind noch immer da. Was höre ich da die ganze Zeit? Also ich habe so ein Gefühl, ich lande gleich irgendwo irgendwas. Eisenmeteorit. Da war unsere Base. So, dann wollen wir mal schauen, wie wir hier eventuell weiter ausbauen können. So, bauen. Genau. Wir könnten hier schon mal Chlor bauen. Und hier auch noch mal. Da fehlt uns Membran. Da könnten wir einen machen, damit wir ein bisschen Strom zumindest mal haben. Ich würde das tatsächlich lieber hier hinsetzen. Dann fehlt uns noch mal einmal. Dann fehlt uns noch mal einmal hier Dingens. Den könnten wir auch machen. Betriebsschalter. Was macht der denn? Industrielle Wandlampe brauchen wir nicht. Bilders. Einfacher Fabrikator. Produziert adaptive Rahmen. Ah, okay. Dann... Aus der Nietverteiler. Dann Kommstation. Isozentrischer Magnet. Isotopisches Kühlmittel. Marktdrucktank. Monotreibmittel. Polytextil. Reaktives Messgerät. Tauregelwiderstand. Und Schwerelosdraht. Okay, nice. So. Nee, den will ich nicht noch einmal haben. Den würde ich gerne weiter bauen wollen. Beziehungsweise hier ihr Wohnmodul. Wissenschaftswohnmodul. Haben wir 1 und 2. Ich würde dann aber ja den hier haben wollen. Kann man auch nach oben hin bauen? Nee. So, Wohnmodul Militär. Wohnmodul rund. Hex-Wohnmodul. Nee, die gefallen mir nicht. Hier industriell diese Dinger. Würde ich halt machen wollen, damit wir hier immer wieder so Gänge haben. Dass wir als Beispiel eine Wissenschaftsabteilung hier irgendwo haben. Dann würde ich doch vielleicht irgendwo einen Hex haben wollen.
oder sowas. Sowas wäre gut, dann hier. Bräuchten wir Dichtmittel, Blei und Aluminium wieder. Und dann können wir von da Abzweigungen machen. Dass der eine führt, als Beispiel, dass das da quasi wo, also das hier, der Eingangsbereich ist. Und dann, wenn wir den hier haben, von hier, eins führt dann in den Militärbereich, eins zu den Wohnmodulen, eins dann in den Wissenschaftsbereich, eins quasi in, also mit Wohnmodule kann man sogar vielleicht sogar nochmal trennen, verteilen, so eins quasi in die Schlafgemächer, Schlafzimmer von den allen. So, dass der hier vielleicht, genau, dass der hier vielleicht dann rüberführt zu den Schlafzimmern, dann hier, das hier führt dann in die Küche, Wohnzimmer und so weiter. Dann hier in den Militärbereich, der hier führt dann in den Wissenschaftsbereich und hier vielleicht in die hygienischen Räume, der hier. Und dann kann man das alles so nach und nach planen. So. Hier können aber momentan noch nicht wirklich Leute leben, ne? So, kann ich den? Den könnte ich hier hinbauen, ne? Der braucht 3 Energie, wir produzieren momentan 4. So. Sonstiges, ein Scan-Booster könnten wir hier höchstens noch hinsetzen, aber... Ne, können wir nicht setzen. Wir können hier nicht viel machen, gar nichts. Wir brauchen mehr Ressourcen. Ist ein bisschen enttäuschend. Können wir irgendwen hier hinschicken? Weil wir jetzt zumindest Strom haben. Crew. So. Hella, Lynn, nicht zugewiesen. Nein. Sam Coe, Sarah Morgan, Vasco. Andreas Schiff, Beres Schiff. Ah, okay, den kann ich jetzt nicht dahin packen. So. Aktive Außenpost. Warum ist... Warum kann ich niemanden auf die Schiffe schicken? Auf die Station hier, meine ich. So, industrielle Werkbank. Kochstation. Betten haben wir ja. Ich verstehe das nicht. Warum es halt noch nicht funktioniert, aber ich mache mal wieder zu. Und ja, dann gehen wir. Halt, ich glaube, da brauchen wir nicht. Wir wissen ja, dass unser Schiff da vorne ist. Sprich mit Sarah. Was gibt's, Sarah? Hast du kurz Zeit? Ich würde gern mit dir reden. Ja, worum geht's? Erinnerst du dich, was du mir gesagt hast? Dass die Artefakte sich anfühlen, als würdest du durch die ganze Galaxie gezerrt werden? Tja, das hat mich ins Grübeln gebracht. Also habe ich in unserem Archiv alte Constellation-Tagebücher durchstöbert. Mir war dieses Erlebnis zwar nicht vertraut, aber deswegen muss das für meine Vorgängerin noch lange nicht gelten. Du hast deine Vorgängerin bisher noch nie erwähnt? Wirklich? Das wundert mich aber. Als ich die Tagebücher gelesen habe, sind all die schönen Erinnerungen an meine Zeit mit Aja zurückgekommen. Mit wem?
Ich finde, wir sammeln auch schöne Erinnerungen. Adam muss ein toller Mensch gewesen sein. Wenn du so weiterredest, werde ich noch eifersüchtig. Komm, ich mach das mal so. Du hast keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Das waren einfach... Nun ja, andere Zeiten. Aja hat mir bei der Constellation alles beigebracht. Mich als ihren Schützling unter die Fittiche genommen. Vielleicht wollte sie nur den Neuling im Auge behalten. Der Neuling wird der Vorsitzenden an die Seite gestellt. Kommt mir bekannt vor. Hey, ich habe meinem alten Boss ein paar Ideen geklaut. Und? Jedenfalls haben wir viele interessante Entdeckungen zusammen gemacht. Aber die Reise selbst war das eigentlich Tolle. Die Reise langweilt mich, aber ich lebe für die Zielorte. Habt ihr zwar etwas entdeckt, von dem ich schon einmal gehört haben könnte? Das kann ich nachvollziehen. Exakt. Machen wir das. Mir waren die ruhigeren Momente am wichtigsten. Es gab nichts Schöneres, als sich zurückzulehnen und zuzusehen, wie der Raum sich krümmt, während Aja lebendige Geschichten erzählt. Diese kuschelige Isolation ist die beste Art, jemanden kennenzulernen. Ist mir aufgefallen. Ich bin auf dieser Reise wohl der Schützling. Gut zu wissen, weil ich nämlich scharf auf deinen Posten bin. Kuschelige Isolation? Ja, du weißt schon. Allein im interstellaren Raum. Nichts als Lichtjahre schwarz um einen herum. Manchen macht das Angst. Ich finde es gemütlich. Es bringt mich meinen Schiffskameraden näher. Ist mir aufgefallen. Das nehme ich als Kompliment. Vielen Dank. Wenn wir so über Aja reden, wird mir wieder klar, dass unsere Zeit ein Geschenk war. Ich vermisse sie. Ist sie tot? Klingt, als wäre sie verliebt gewesen. Wenigstens hat sie dir den Posten als Vorsitzende übertragen. Ich frag mal das hier. Nein, in Rente. Ach so. Sie lebt, glaube ich, auf Purima 2. Da fällt mir ein, falls wir jemals so weit draußen sind, könnten wir sie vielleicht besuchen. Dann kann ich euch vorstellen. Ich werde mich bemühen, unsere Reisen ebenso angenehm zu machen. Ich weiß nicht, es klingt, als wäre es schwer, in eure Fußstapfen zu treten. Na, ich bin hoffentlich ein geeigneter Ersatz. Hältst du es wirklich für eine gute Idee, Aja jetzt zu besuchen? Ich werde mich bemühen. Ich erwarte keine Kopie von Aja. Sei einfach du selbst. Wir haben offensichtlich beide das Verlangen, die Mysterien des Alls zu ergründen. Und das... Tja, das fasziniert mich an dir. Flirten. Ich würde gerne genau erkunden, was wir hier haben. Ich weiß nicht, ob ich es verdient habe, jemandem so nah zu sein. Wenn du wüsstest, was ich getan habe, wie mein Leben sich entwickelt hat, würde sich dein Bild von mir ändern. Bitte, lass mir etwas Zeit. Ich muss gehen. Naja, okay, also... Ich denke, wir werden das mit Sarah noch hinkriegen. Aber jetzt bin ich neugierig, wer Aja ist. So. Aber das mit diesem Raumschiff da, hat mich schon gewundert. Also ich glaube, die stalken uns. Die verfolgen uns auf jeden Fall. Die Sternblüter. Aber die greifen uns nicht an. Also gerade haben die uns zumindest nicht angegriffen. Da bin ich jetzt neugierig, wie das mit denen noch sein wird. Die heben mal ab. Kommen die gleich in all hinterher? Werden wir gleich kämpfen müssen?
reicht. Du kannst dich abschneiden. Okay, die sind jetzt nicht hier. So, aber Erde, da muss es doch mehr geben, oder? Wenn wir jetzt nochmal auf der Karte gucken. Wir haben ja hier halt einen Landeplatz in Europa. Da muss es doch wirklich mehr geben zum Erkunden. Aber gut. Was ich mir jetzt aber mal ansehen will, Wittensstern? Hier, den kleinen, den ganz, ganz kleinen, Van Manens Stern. Den möchte ich mir mal ansehen. Stern. Ach so, ist nur einer mit einem. Hier gibt's Wasser und Kupfer. Hier gibt's sehr viel Wasser, okay. Ein ziviler Außenposten. Ist eine extreme Umgebung, okay. Weiß ich nicht, ob wir darauf landen wollen. Gibt es sonst noch irgendwas hier in der Nähe? Wenigstens haben wir das jetzt mal besucht und angesehen. Mit so einem riesigen blauen Stern. Ne, ist ein winziger blauer Stern. Ja, egal. Wir machen dann ab hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.